Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im alten E-Werk in Baden-Baden. Was heißt hier Mutter? Das ist unser Thema mit folgenden Gästen. Schauspielerin Katrin Sass musste ihrer Mutter versprechen, zeitlebens ein Familiengeheimnis zu hüten. Richtig verzeihen konnte sie ihr das erst nach ihrem Tod. Als die Beziehung zu ihrer Partnerin zerbrach, blieb Jasna Brynjakovic Sehnsucht, Mutter zu werden, weiter bestehen. Sie hat sich ihren Kinderwunsch schließlich mit einer Samenspende erfüllt. Adrian Geuginger ist mit einer drogensüchtigen Mutter im Salzburger Junkie-Milieu aufgewachsen. Von außen betrachtet eine schwierige Kindheit. Für ihn bis heute die beste aller Welten. Vor 3 Jahren mit 15 hat Maribel Todt bei einem Unfall ihre Eltern und ihre Schwester verloren. Aufgenommen wurde sie von ihrer Großmutter. Gerald Molitor stand plötzlich alleine mit 4 Kindern da, als er nach 34 Ehejahren verlassen wurde. In dieser Situation konnte er auf seine Mutter zählen. Heute ist er für die 98-Jährige da, die er zu Hause pflegt. Die Journalistin Barbara Todt ist überzeugt, das Bild der bösen Stiefmutter hält sich hartnäckig. Sie selbst musste diese Erfahrung machen, als ihre Patchwork-Familie scheiterte. Und für die Psychotherapeutin Claudia Hamann ist keine Beziehung wichtiger als die Mutter-Kind-Bindung. Denn diese setzt bereits vor der Geburt ein. Herzlich willkommen, Frau Hamann. Herzlich willkommen in die Runde. Nun sind Mütter, wir reden ja heute über Mütter, sehr unterschiedlich. Könnten Sie, Frau Hamann, überhaupt sagen, was für eine Mutter braucht ein Kind? Ja, das ist relativ leicht gesagt. Die Mutter repräsentiert das, was wir alle brauchen. Also wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen das Gefühl von Gehaltensein, wir brauchen das Gefühl von Wohlwollen und es ist schön, dass wir da sind. Ja, das ist so, sagen wir mal, das ganz Wesentliche, was die Mutter mir geben kann und was Mütterlichkeit bedeutet. Also Sicherheit geben. Aber etwas anderes ist noch ganz wichtig, weil es gibt immer wieder ein großes Missverständnis. Wir sagen immer, ja, die Mutter muss lieben. Zu der Liebe gehört auch, dass die Mutter mich in meiner Einzigartigkeit anerkennt. Also, dass die Mutter mitkriegt, wer bin ich? Und dass die Mutter meine Freiheit, meine Autonomie und mich fördert. Dass ich mich so in meiner Richtung entfalten kann. Genau, also wir haben einerseits diese Bewegung, ja, nah sein und nah sein dürfen und aber auch wieder diese Bewegung, nämlich aus dieser Nähe, aus dieser Sicherheit, aus diesem sicheren Hafen, ermutige ich mein Kind, seinen Weg zu gehen. Mhm. Und diese beiden Dinge, die sind wirklich gleichwertig. Es ist ein Irrglaube, immer wieder zu sagen, wenn man das Kind nur genug liebt, dann ist alles gut. Frau Todt, Sie sind 19 heute. Im Sommer 2016 hat sich Ihr Leben von Grund auf eigentlich verändert. Aber steigen wir ein bisschen früher ein. Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit. Ja? Was? Sie strahlen auch gleich schon wieder. Was hat Sie glücklich gemacht? Also ich würde sagen, so diese kleinen Sachen, die man eigentlich irgendwie im Alltag gar nicht schätzt, das sind so die Dinge, die im Endeffekt so viel ausmachen, sei es gemeinsame Abendessen abends, das aufgeweckt werden auf dem Weg zur Schule. Also halt Urlaube gemeinsame und generell so die Zeit am Stall auch. Also uns hat ja ein gemeinsames Hobby verbunden, mich und meine Mutter und meine kleine Schwester. Das sind alles so Sachen, die immer alltäglich waren, die immer normal waren, die man irgendwie nie so extrem geschätzt hat. Und jetzt, wo man sie halt eben nicht mehr hat, dann merkt man erst, wie viel wert diese Kleinigkeiten eigentlich sind. Wir könnten natürlich auch über Ihren Vater reden und so weiter. Aber was haben Sie an Ihrer Mutter besonders gemocht? Einfach irgendwie alles, also ihre fröhliche Art und generell so, man konnte irgendwie viel von ihr lernen, also wie halt so, also es war wirklich so in meinen Augen so eine perfekte Mutter. Also natürlich gab es auch mal Streitigkeiten, aber mein Gott, das ist normal und das ist auch nicht das, was ich jetzt irgendwie als negativ betrachte, sondern einfach so, dass ich mit ihr über alles reden konnte, wie mit einer besten Freundin. Das sind so Sachen, die ich einfach unglaublich irgendwie auch im Nachhinein noch schätze. Im Sommer 2016 waren Sie dann mit einer Jugendgruppe in Kroatien. Ihre Eltern waren auch in Kroatien damals. Genau, ja. Im Wohnmobil. Was war denn da eigentlich geplant? Also eigentlich war es so geplant, dass ich ja wie gesagt mit der Jugendgruppe anreise und ich dann halt von meiner Familie nachgeholt werde. Also sie sind halt eine halbe Woche nach mir nach Kroatien gekommen und eigentlich war es geplant, dass ich nach meinem vollendeten Urlaub mit der Jugendgruppe dann eben dazu komme und wir noch ein paar
Tage länger in Kroatien bleiben. Und dann war mir das Klima nicht ganz so angenehm. Also es war ja sehr warm in Kroatien im Sommer. Und deswegen wollte ich dann schon doch früher nach Hause, auch zu den Pferden. Und dann hat sich das halt relativ spontan so ergeben, dass ich früher nach Hause gefahren bin und nicht halt eben länger noch mit in Kroatien geblieben bin. Also Ihre Eltern, Ihre kleine Schwester war noch in Kroatien, Sie wieder in Deutschland bei den Pferden. Und irgendwann gab es ja dann den Tag, an dem Ihre Familie wieder zurückkehren sollte. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Tag? Also die Erinnerung, die ich jetzt noch so habe, war, dass ich halt davor sehr, sehr viel mit ihnen telefoniert habe. Ich hatte irgendwie ein extremes Bedürfnis, sehr, sehr oft auch meine Familie anzurufen, was ich so normal gar nicht hatte. Also ich habe zwar mal ab und an geschrieben, aber es war irgendwie ganz komisch, als müsste ich irgendwie alle möglichen Dinge mit ihm besprechen. Also es war irgendwie echt total verrückt und ich habe es da gar nicht so wahrgenommen. Und dann war der Tag eigentlich, an dem sie ankommen sollten, wo ich mit Freunden abends ins Kino gefahren bin und dann abends spät zurückgekommen bin. Und eigentlich sollte meine Familie halt da sein. Und dann habe ich mich schon gewundert, wieso das Wohnmobil eben nicht draußen stand. Und habe mir gedacht, vielleicht sind sie einfach noch einen Tag länger irgendwie geblieben irgendwo. Mein Vater hat auch mal gerne viel Rast gemacht, weil natürlich ist es eine lange Fahrt. Da braucht man halt auch noch mal oft ein bisschen Pause. Und deswegen dachte ich, kommen sie vielleicht einen Tag später an. Und dann bin ich die Tür rein und dann kam halt eben die Nachricht von dem Unfall. Wer hat ihn dir überbracht? Also es saßen mehrere Leute am Tisch, sowohl meine Tante, mein Onkel, als auch ein fremder Mann, den ich halt nicht kannte. Und der hat dann halt eben gesagt, nachdem ich eben gesagt bekommen habe, ich soll mich hinsetzen und zuhören, hat der mir dann halt eben gesagt, dass es einen tödlichen Verkehrsunfall gab und meine Familie halt dabei ums Leben gekommen wäre. Ich meine, jetzt waren Sie 15, aber ich glaube, das ist auch völlig egal, wie alt man in so einer Situation ist. Ist das nicht einfach zu viel, um das überhaupt zu begreifen in so einem Moment? Und ja, schon. Also es war irgendwie total unreal, weil man glaubt es nicht. Und man denkt auch im ersten Moment so, das ist jetzt irgendwie ein Scherz, weil man will es auch gar nicht wahrhaben. Also ich war wirklich wie in so einer Blase und ich wollte es irgendwie gar nicht wahrhaben und habe versucht, das auch zu verdrängen irgendwie und mir selber eingeredet, das stimmt nicht und sie kommen wieder und sie sind einfach nur länger in Kroatien. Und ich meine, mit 15 ist es halt auch schwierig, wenn man plötzlich halt eben erfährt, man muss halt eben das komplette Leben jetzt ohne seine Familie gehen. Und weil ich halt auch niemanden so wirklich hatte, mit dem ich so engeren Bezug hatte, weil meine Familie war halt so wirklich alles für mich. Und ich hatte zwar meine Oma und meine Tante, aber das war halt, also es ist halt was ganz anderes jetzt als wirklich Vater, Mutter und kleine Schwester. Also Sie waren in dieser Blase und haben irgendwie noch gedacht, okay, ist ein Albtraum, vielleicht kommen Sie wieder, Sie waren ja ihr alles. Sie haben gesagt, Sie hatten Ihre Oma, Ihre Eltern haben auch im Testament verfügt, dass Sie, wenn Ihnen mal was passiert, dass Sie dann zu Oma kommen. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Großmutter? Also das Verhältnis zu meiner Oma war eigentlich immer ganz gut. Also wir haben uns natürlich jetzt nicht so extrem oft getroffen, weil wir halt auch eben schon 3 Stunden voneinander entfernt gewohnt haben. Also es war schon eine Entfernung, haben uns aber trotzdem mindestens 2-mal im Jahr gesehen. Also das Verhältnis war eigentlich immer total gut und meine Oma war auch immer so schon eine enge Bezugsperson. So. Also das war jetzt auch nie wirklich schlecht, aber es ist halt natürlich was anderes als die Familie, die wirklich 24/7 halt eben um einen rum ist und für einen da ist. Und dann sind Sie ja zu Ihrer Oma gegangen. Die hatte ja auch ihre Tochter verloren, ein Enkelkind verloren. Konnten Sie sich da gegenseitig trösten? Wie waren so die ersten Wochen und Monate? Also die ersten Wochen und Monate waren sehr schwierig für uns beide, weil meine Oma hatte halt selber mit dem Verlust zu kämpfen und hat es halt selber irgendwie nicht so ganz bewältigen können. Und dann hatte ich halt eben noch mit dem Verlust zu kämpfen und wir sind halt eher gegeneinander gegangen statt miteinander. Also es war wirklich, sie hat ihre Trauer an mir ausgelassen, ich habe meine Trauer an ihr ausgelassen. Es hat sich halt so extrem hochgeschaukelt, dass unser Verhältnis halt wirklich extrem schlecht geworden ist. Gerade so die Zeit danach, also so die ersten paar Wochen, Monate, also es hat sich wirklich gezogen. Ich würde sagen, dann habe ich auch wirklich angefangen, also meine Oma nicht mehr so wirklich so, was heißt zu mögen, also nicht mehr wirklich so als Familienmitglied zu sehen, sondern eher nur so als Zwang da zu wohnen, weil es für mich keine andere Möglichkeit gab, weil ich halt eben noch nicht 18 war. Und ja, es war halt ein sehr angespanntes Verhältnis. Also da, wo man eigentlich jemanden braucht, haben Sie sich eher auseinanderentwickelt. Ja. Was waren denn so die Punkte? Sie haben gesagt, da gab es immer mal wieder Ärger. Woran hat sich das denn entzündet? Worüber haben Sie sich denn dann gestritten?
Also ich glaube, das Problem von uns beiden war auch einfach, dass wir selber nie irgendwie, wir sind beide sehr stur und wir sind beide nie zur Therapie gegangen die ersten paar Wochen, oder grundsätzlich haben wir immer so selber irgendwie den ganzen Frust und die ganze Trauer in uns reingefressen, statt irgendwie mal sich auszusprechen. Und irgendwie hat der eine sich nicht für die Meinung, also für den anderen so interessiert, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl. Also wenn ich meiner Oma was erzählt habe, was halt ihm mir persönlich sehr am Herzen lag, hat sie das irgendwie nicht so ernst genommen, wie es jetzt meine Mutter gemacht hätte. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, mit ihr über Sachen zu reden, die halt eben persönlich waren. Und dann kam es halt, dass natürlich man frisst das halt irgendwie in sich rein. Und es staut sich halt irgendwie so ein ganz angespanntes Verhältnis auf, auch weil wir halt eben zusammen im Haus gelebt haben. Sie hat halt eben meine finanzielle Lage übernommen, was dann auch nicht immer so gut war. Und hat dann auch oft irgendwie gesagt, sie fährt mich nicht mehr zum Stall oder ich müsste selber gucken, wie ich mich um die Pferde kümmere. Das war halt für mich, also ich war einfach überfordert mit der Situation und dann war sie bei manchen Sachen mir dann eher weniger hilfreich, wo sie mich eigentlich hätte mehr unterstützen können oder sollen. Und ich aber auch andersrum, also es war ja ziemlich schwierig. Sie waren ja in dieser Blase. Irgendwann merkt man oder haben Sie ja wahrscheinlich gemerkt, hey, Sie kommen wirklich nicht mehr. Wer oder was konnte Ihnen denn helfen? Wer konnte Ihnen Sie denn stützen? Wer konnte ja da für Sie sein in dieser Zeit? Also ich würde sagen, grundsätzlicher wichtiger Punkt in meinem Leben waren da definitiv die Pferde und meine Freunde. Also die waren mir wirklich so eine extrem große Unterstützung. Aber im Endeffekt war es immer noch ich, also ich selber, die mir da irgendwie auch ausgeholfen hat, weil ich mir selber auch mal gesagt habe, wenn dir jemand helfen kann, dann bist es du selber. Also wenn du deine Einstellung nicht irgendwie änderst zum Leben und irgendwie versuchst jetzt, das Positive aus der Situation rauszuholen, dann wird dir niemand helfen können. Und natürlich gab es dann, wie gesagt, viele, die mich unterstützt haben, aber im Endeffekt richtig daraus geholfen habe ich mir eigentlich im Endeffekt. Also bei Ihnen kam die Kraft aus Ihnen heraus. Wie wichtig ist es auf der anderen Seite dann vielleicht auch für andere, die sowas oder Ähnliches erleben, dass wenn die Eltern nicht mehr da sind, dass da andere Quellen kommen, die Zuneigung geben, die Kraft geben, Frau Hammer? Erstmal wollen wir sehen, Ihre Eltern haben Ihnen so viel Stärke mitgegeben, dass Sie das überhaupt aushalten konnten. Weil das ist das schlimmste Trauma eigentlich, was einem Kind passieren kann, wenn die Eltern und noch die Schwester stirbt so plötzlich. Und es ist die normale Reaktion, dass man wie in einer Blase ist. Die Psyche hilft einem eigentlich dabei, das so ein bisschen fernzuhalten, weil das so überwältigend ist. Und ich glaube, wirklich das Wichtigste ist, dass man Menschen sich auf Menschen wieder lernt zu beziehen, dass man mitkriegt, ich bin nicht wirklich alleine. Ja. Ich will aber noch eines sagen, was mich wirklich fasziniert. Sie haben gesagt, dass bevor das geschah an dem Tag, dass Sie Kontakt mit Ihren Eltern gemacht haben, und zwar mehr als normal. Ja. Was für eine Verbindung ist das? Ja, dass ich glaube, dass man spüren kann, dass etwas passiert. Das ist wirklich, wir können das überhaupt nicht erklären, aber ich verstehe genau, was Sie meinen. Ja? Was bedeutet, dass Sie wirklich so eine ganz starke Bindung mit Ihren Eltern haben. Und die wird Sie durch das ganze Leben tragen. Ja, das stimmt. Ja, schön. Man hört ja öfter auch mal von Menschen, die sowas erleben wie Sie, dass sie sich dann irgendwie selbst Schuldgefühle machen. So, ich lebe noch und meine ganze Familie ist nicht mehr da. Kam das bei Ihnen auch irgendwann hoch? Also ich würde sagen, Schuldgefühle in so einer Situation ist irgendwo auch normal, weil natürlich man fragt sich, wieso es einen nicht selber getroffen hat, weil einem auch oft so das Leben irgendwie die Situation gibt, dass man wirklich auch das Gefühl hat, man ist irgendwie unerwünscht. Also grundsätzlich hatte ich das Gefühl schon am Anfang ziemlich oft. Aber das war auch jetzt nicht irgendwie was sich lange gezogen hat. Es war natürlich am Anfang irgendwie so, dass man sich gedacht hat, ja, wieso ich? Und wenn es nur mich getroffen hätte, wäre die Traube bestimmt nicht so groß gewesen. Aber im Endeffekt natürlich, man kann sich in so einer Situation nicht die Schuld geben. Also man kann niemandem in so einer Situation die Schuld geben. Nicht mal dem LKW-Fahrer, der es halt eben verursacht hat. Sondern ich sage immer dann, was das angeht, irgendwie ist alles Schicksal. Und Dinge passieren eben, die schlimm sind. Und damit muss man einfach lernen, auch irgendwie umzugehen und trotzdem das Beste draus zu machen. Und ich würde sagen, ich habe daraus halt einfach an extremer Stärke gewonnen, die ich so wahrscheinlich niemals irgendwie gehabt hätte. Sie hatten zwischendurch auch Depressionen, waren auch in der Klinik. Also da gab es auch diese Tiefen, selbst wenn Sie jetzt sagen, Sie haben aus sich heraus auch diese Kraft entwickelt. Was hat das in Ihrer
Großmutter ausgelöst, das zu sehen, wie schlecht es ihnen dann auch ging? Also am Anfang hat sie das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil ich ihr gar nichts mehr wirklich gesagt habe. Also meinen Freunden ist es halt extrem aufgefallen. Meinen Lehrern ist es aufgefallen, also natürlich auch den Leuten gerade so in meinem Umfeld. Mit meiner Oma habe ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich geredet und auch nicht mit meiner Tante. Also das Verhältnis war da auch noch nicht so gut, wo es halt wirklich extrem angefangen hat. Das war auch ein Dreivierteljahr, nachdem der Unfall passiert ist. Und dann bin ich halt zur Therapie gegangen. Es hat mir aber nicht geholfen. Dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, dass es halt wirklich extrem kritisch wurde um mich, habe ich dann halt gesagt, ich gehe jetzt freiwillig in die Klinik, weil ich möchte das nicht mehr und ich möchte irgendwie mein Leben wieder in den Griff bekommen. Und erst da ist es auch wirklich meiner Familie richtig bewusst geworden, wie schlecht es mir dann auch ging. Und dann ist irgendwie auch so ein bisschen der Schalter bei allen so ein bisschen umgeklickt und das war wieder so mehr miteinander, auch mit meiner Oma. Also ab dann wurde das Verhältnis eigentlich auch wieder besser. Sie waren ja jetzt auch bei Germany's Next Topmodel dabei, genau, ja. Auch sehr erfolgreich dabei. Hat Ihre Großmutter, ist sie da auch ein bisschen stolz jetzt auf Sie gewesen? Ja, also ich würde schon sagen, dass sie auf jeden Fall stolz ist. Sie hat auch immer jede Folge verfolgt. Mhm. Also sie war immer direkt dabei und hat auch mal mit mir zusammen ganz oft geguckt. Mhm. Also sie war da schon total stolz und ist auch echt total süß, so wie sie da mitgefiebert hat, obwohl sie das ja gar nicht kannte und auch in dieser Welt gar nicht drin war. Aber es war trotzdem total niedlich zu sehen, wie sie sich gefreut hat. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben das Gefühl, hey, meine Eltern, die sind da irgendwie, die stärken mich weiterhin. Meine beiden Eltern leben auch nicht mehr. Haben Sie denn trotzdem auch manchmal das Gefühl, ach, ich vermisse Sie jetzt, ich würde Sie gern was fragen? Und wenn ja, in welchen Situationen ist das? Also natürlich, das ist so ganz klar, dass man natürlich auch oft Situationen hat, wo man seine Familie vermisst. Ich habe auch oft Situationen, wo ich mir denke, so in dem Fall würde ich jetzt schon gerne mal einen Rat von Ihnen auch haben oder grundsätzlich einfach diese Alltagssituation, die ich einfach extrem vermisse, dieses gemeinsame Essen abends, in Urlaub fahren. Das sind halt, also ich vermisse jeden Tag, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie nur mit dieser negativen Trauer darauf blicke. Also eigentlich gibt es keinen Tag, wo ich sie nicht vermisse oder wo ich mir nicht wünsche, dass sie bei mir wären. Aber ich versuche es dann halt eben so mir zu sagen, dass sie trotzdem irgendwie noch bei mir sind. Natürlich nicht wie bei jetzt, wie wenn sie lebend wären, aber irgendwie trotzdem noch in meinem Herzen und dass sie irgendwie noch weiterleben. Es ist auf jeden Fall toll zu sehen, mit wie viel Kraft sie da weitergehen. Und würden Sie sagen, dass das Ihre Haltung zum Leben verändert hat, das alles? Definitiv, inwiefern? Ja. Also ich würde sagen, das ist einfach mich auch irgendwie das Leben, also so, ich schätze das Leben einfach viel mehr, weil ich einfach so dem, also ich habe, oder ich weiß, wie schnell das Leben im Prinzip vorbei sein kann. Und ich weiß auch, wie schnell so ein Leben sich um 180 Grad drehen und wenden kann, weil man denkt natürlich immer irgendwie, das Leben ist so sicher und man lebt irgendwie lange und man ist sich dessen irgendwie gar nicht bewusst, auch diese Alltagssituation einfach so. Kleine Dinge, die irgendwie schön sind, die man so erlebt, das schätzt man irgendwie gar nicht mehr. Und ich habe es halt irgendwie extrem schätzen gelernt. Und grundsätzlich habe ich irgendwie gelernt, mein Leben viel mehr zu genießen, weil man weiß halt nie, wann es vorbei ist. Und es kann so schnell gehen und es kann jeden treffen zu jeder Zeit. Und ja, ich würde sagen, ich habe daraus definitiv auch an Reife gewonnen. Das wirkt auf jeden Fall so, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel, was ich eben gesagt habe, wie wichtig das ist, dass man als Eltern die Kinder stärkt. Weil das Leben ist so herausfordernd. Ich meine, das ist das Schlimmste, was Sie erlebt haben. Das ist, und wie Sie das jetzt bewältigen können, das geht nur, weil Ihre Eltern Ihnen einen Selbstwert gegeben haben, dass Sie so im Leben stehen können. Das ist wirklich was für ein Geschenk. Ja. Und was ich Ihnen noch sagen möchte, ich glaube, oder meine Erfahrung im Leben ist, dass wir Wahlverwandte finden. Ja, dass wir Menschen finden, die so wie sich verwandt anfühlen, die uns zugehörig fühlen. Und das ist auch ein Riesenschatz. Da kann man auch eine tolle Familie aufbauen. Ja, das stimmt. Ja. Sie, Frau Todt, waren ja mit Ihrer Mutter ganz eng verbunden, wie Sie uns beschrieben haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für unseren nächsten Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten und angesehensten Schauspielerinnen der letzten Jahrzehnte. Ich spreche von Katrin Sass. Das auf der Wiese, das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft. Das habt ihr noch bei mir gelernt, ja? Schwöre mir, dass du gut sein wirst. Nie mehr so. Ich schwör's dir. Wieder ein männlicher Mensch für dich. Komm so rein. Sie sind Dunja Hausmann. Tja.
Sie sind Julias Mutter? Ist das ein Problem für Sie? Vielleicht machen Sie mir ja ein Angebot. Meine Dienststelle sucht eine Putzfrau. Um Ihre Schleimspur ins Justizministerium wegzuwischen? Ich möchte einfach irgendwann meine Familie zurück. Herzlich willkommen, Frau Sass, im Nachtcafé bei uns. Wir haben gerade die Filme gesehen, aber wir reden heute ja auch über Mütter. Sie haben Ihre Kindheit schon im Theater verbracht. Sie waren dort immer bei Ihrer Mutter, Marga Heiden, die ja auch eine sehr, sehr populäre Bühnenschauspielerin in der DDR war. War das denn dort diese Atmosphäre hinter der Bühne, in der Kantine mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die Sie so angezogen hat? Oder wollten Sie einfach bei Ihrer Mutter sein? Ich glaube, dass das tatsächlich meine Welt war. Aber auch meine Mutter, also beides. Und ich wollte sein wie meine Mutter und ich wollte werden wie meine Mutter. Es war verrückt. Ich habe es nie in der Masse ausgehalten. Ich konnte nicht ins Ferienlager. Ich habe es mit Freunden ausgehalten, aber nicht mit fremden Menschen. Ich habe es nur im Theater ausgehalten, also so richtig ausgehalten. Das merkte ich, war meine Welt und nichts anderes. Also mein Kindergarten war eben ein anderer. Das war der Zuschauerraum. Und wenn Sie sagen, Sie wollten so sein wie Ihre Mutter, war Ihnen dann auch klar, ich will spielen, ich will auf die Bühne, das und vor allem, das soll auch meins sein? Ich wusste gar nicht, dass es andere Berufe gibt. Ich habe irgendwie in der 5. Klasse, was man da in der DDR ja machen musste, Hauptberuf, Nebenberuf, aufschreiben, los. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich aufschreiben sollte, also schrieb ich auf Schauspielerin und alles lachte sich tot. Nun ist es so, Sie waren Ihrer Mutter ja sehr nah. Wie war denn Ihr Verhältnis? Wie nah war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater? Das habe ich ja später begriffen, dass das eigentlich noch viel, viel wichtiger war. Der hat uns drei großgezogen, der hat gewaschen, der hat genäht, der hat gekocht, der hat sauber gemacht. Der hat eigentlich alles gemacht. Und meine Mutter konnte frei und ohne Probleme in ihr Theater gehen, spielen, spielen, spielen. In die Kantine gehen, trinken, trinken, spielen. Und so, ja, das war so ihr Leben. Aber sie hat ihre Familie gelebt. Aber ihr Vater, das hört sich so an, hat die Familie zusammengehalten. Sie haben dann aber irgendwann erfahren, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Wie haben Sie das eigentlich erfahren? In was für einer Situation? Alkohol, Kantine. Furchtbar. Schluss. Da haben Sie es dann rausgekriegt. Ja, meine Mutter schrie irgendwann ganz laut. Meine jüngste, letzte Nummer. Aber pst, also Lüse, darf sie nicht erfahren. Und ich habe dann nachgefragt. Ich konnte das ganz gut und habe einen Kollegen abgepasst auf dem Klo, auf dem Herrenklo. Die waren alle betrunken und ich habe gesagt, stimmt das, was ich da eben gehört habe? Ich habe alles gehört, ich habe alles verstanden, was ihr da geredet habt. Und dann hat er losgelegt. Ja, ist doch aber nicht so schlimm, aber deine Mutter ist doch deine Mutter. Und der Vater, oh Gott, ist doch nicht so wichtig. Und außerdem, was ist ein Erzeuger, was ist ein Erzeuger? Du hast einen tollen Vater an deiner Seite. Und natürlich brach die Welt zusammen mit 18, 19. Bin durch die Stadt Schwerin gelaufen zu meinen Geschwistern und habe gesagt, ich bin gar nicht eure Schwester. Das war ganz abenteuerlich und ganz aufregend. Und habe meinen Vater plötzlich ganz anders angesehen und dachte, ob der mich überhaupt liebt. Und er hat mich mehr als geliebt, die Jüngste. Behütet. Ein großartiger Mann war das tatsächlich. Jetzt ist es ja so, dass Sie auf der einen Seite haben Sie gesagt, da ist eine Welt zusammengebrochen. Sie sind erst mal rumgelaufen und wussten nicht mehr, wie Sie sich selbst sortieren sollten. Gleichzeitig hat Ihre Mutter Sie auch gebeten, es Ihrem Vater nicht zu sagen, dass Sie es wissen. Also er sollte weiter glauben, dass Sie davon ausgehen, er ist Ihr leiblicher Vater. Wie groß war diese Bürde dann noch zusätzlich, gar nicht diese Offenheit herzustellen? Ja, das ist ganz verrückt. Ich wollte ihn auch nicht verletzen. Ich habe erst begriffen, wie großartig dieser Mann war.
dann auch noch zu sagen, das Kind soll es nie erfahren, ich bin der Vater und kein anderer. Das ist schon ziemlich großartig, sich nicht von der Frau zu trennen, sondern zu sagen, das ist meine Tochter. Und das tat mir in der Seele weh. Und ich habe es ihm nie gesagt. Er ist leider sehr zeitig gestorben mit 60. Ich denke, er hätte mit einer anderen Frau länger gelebt. Aber er wollte nur diese Frau. Er war im Büro, er war beim Rat des Bezirkes. Es war ein ganz anderer Mensch. Aber er hat diese Frau geliebt und wollte bei dieser Frau bleiben, die so gar nicht zu ihm passte. Liebe hat nicht nur mit Vernunft zu tun. Ich glaube, das sieht man auch da ran wieder. Hätten Sie denn gerne noch Dinge mit ihm gesprochen? Sie haben gesagt, er ist schon mit 60 gestorben. Ja, ich hätte gerne über ganz vieles mit ihm geredet. Mhm. Als er mit 60 starb, habe ich am Theater angefangen. Ich war 21. Ich habe das durch so ein Telegramm erfahren. Das war furchtbar für mich, furchtbar. Das war, da habe ich erst mal begriffen, was ich für einen tollen Menschen an meiner Seite hatte. Und nicht nur meine Mutter. 2013 ist dann auch Ihre Mutter gestorben. Wie nah waren Sie ihr in Ihren letzten Lebensjahren? Gott sei Dank dann wieder sehr nah. Wir haben zwischendurch, weil sie hat mich ja, wie gesagt, mit ins Theater genommen. Ich habe alles da erlebt, was ich erleben sollte, das weiß ich heute. Ich habe mit ihr gefeiert, ich habe mit ihr getrunken. Ich habe meine Alkoholsucht nicht mehr aus der Opferrolle heraus, weil das sage ich heute, ich habe das gemacht. Ich wurde Alkoholiker, ich habe am Boden gelegen und ums Leben gekämpft. Ich habe so schwere Zeiten erlebt, wo es wirklich keine Freunde mehr gab und wusste nicht, ob ich krepiere. Oder das, was der Arzt dann gesagt hat, entweder trinken Sie weiter oder aber Sie wollen weiterleben. Das habe ich da überhaupt nicht begriffen. Aber all das habe ich doch nicht, weil meine Mutter mich mit ins Theater genommen hat, das, was man immer so gerne macht und sagt in der Kindheit, die ist schuld. Natürlich habe ich das am Anfang gemacht. Die ist schuld und der ist schuld und überhaupt und meine Geschwister und alle. Nein, ich allein habe es gemacht. Ich, weil ich mich da hingezogen gefühlt habe, weil das meine Welt war. Und ich habe mich, wie gesagt, fast tot getrunken und bin aus dieser Hölle raus und habe da unten gelegen und es gab keinen Menschen, außer eine Freundin, die mich fast gerettet hat, der ich heute auch sehr, sehr dankbar bin. Und heute ist ein völlig anderes Leben, ein neues Leben und ich sehe alles anders und ich rede mit meinen Eltern, ich rede mit allen dreien und ich habe auch alle drei hier auf meiner Totenbank stehen, weil ich danke allen dreien. Ich danke meiner Mutter, ich danke ganz besonders meinem Vater und ich danke natürlich meinem Erzeuger. Halten Sie denn auch Zwiesprache nach wie vor mit Ihrer Mutter? Ja, mit allen. Ich glaube auch an keine Zufälle. Ich glaube auch, dass es eine Verbindung gibt. Wenn wir nur richtig hinhören, dann spüren wir Dinge, die es zwischen Himmel und Erde gibt. Ich jedenfalls, seit ich nicht mehr trinke, spüre Dinge, die so unglaublich sind, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Das ist heute alles da. Sie haben gesagt, der Tod Ihres Vaters hat Sie damals sehr überrascht. Konnten Sie sich denn mit all dem, was Sie heute in sich ja auch tragen, denn auch verabschieden von Ihrer Mutter? Ja, bei meinem Vater eben überhaupt nicht. Das war die Deutsche Demokratische. Da habe ich eine Urne gesehen und weiß heute, da in Schwerin liegt er. Aber was ich bei oder mit meiner Mutter erlebt habe, das war unglaublich. Und ich wusste nicht, dass ich das kann, dass das in mir steckt, dass ich das habe. Das wusste ich alles nicht. Ich bin am 29. November, da war sie schon im Heim, weil sie einfach zu Hause allein nicht mehr klarkam. Und wir haben uns alle zu ihrem Geburtstag getroffen und sie war krank. Lag im Bett, konnte nicht essen und ich dachte, wenn ich in diese Augen gucke, die irgendwie sich immer gen Himmel rollten, dachte, sie wird nicht mehr lange leben. Ich bin dann nach ihrem Geburtstag am 29. abends nach Frankfurt gefahren, weil ich eine Freundin beerdigen wollte, die sich das Leben genommen hat. Und auf einmal wurde mir ganz komisch unterwegs im Auto und ich rief im Heim an.
Ich habe gesagt, wie geht's meiner Mutter? Da weinte der Betreuer und sagte, das ist ja irre, sie ist eben eingeschlafen. Und konnten Sie sich da noch verabschieden von ihr? Ja, und zwar sehr, sehr ausgiebig. Ich habe sie gebeten, meine Mutter liegen zu lassen, bin mit lieben Grüßen an diese Freundin, die beerdigt wurde, zurück von Frankfurt, also Frankfurt am Main, zurück nach Schwerin. Und es zog mich nicht nur in dieses Zimmer, an ihr Bett. Es war sehr kalt, die Fenster waren auf, die Spiegel waren abgehängt. Und ich habe mich einfach an ihr Bett gesetzt und den Kopf auf ihre Beine gelegt. Ich habe nicht gewusst, dass das geht, dass ich das überhaupt kann, dass ich dazu in der Lage bin. Und dann kam ein Altenpfleger rein und sagte, Katrin, wir gehen jetzt mal eine rauchen. Und als wir auf dem Flur waren, kamen sie, um sie abzuholen. Und da sagte der Pfleger, Katrin, jetzt gehst du lieber weg. Ich sage, nein, ich will dabei sein. Auch da will ich dabei sein. Also es war völlig irre. Ich bin mit rein, die haben mich links und rechts an die Hand genommen. Sie wurde in den Sarg gelegt. Und auch das wollte ich erleben. Ich wollte sehen, wie der Deckel raufgeht. Ich wollte erleben, wie ich da richtig zusammenbreche. Und nächsten Tag bin ich sofort früh in die Pathologie und habe gesagt, wann wird meine Mutter gewaschen, was passiert jetzt? Und da sagte er, ja, das machen eigentlich Buddhisten, aber wenn sie das wollen, kommen sie rein. Und ich habe meine Geschwister angerufen, die das nicht so toll fanden, und gesagt, hast du eine Meise, was machst du da? Und ich wusste selber nicht, was mit mir war. Ich brauchte das für mich. Und da sagte er mir, ja, sie haben hier Shampoo und sie können ihre Mutter die Haare waschen. Ich sprühe sie jetzt mal ab. Und dann habe ich dieses Wasser angefasst. Ich habe gesagt, das ist ja eiskalt. Und da sagt er, ja, warmes Wasser können wir nicht nehmen. Damit beschleunigt man ja den Prozess. Es war ganz unheimlich, weil für mich war sie gar nicht tot. Und dann hatte ich die Sachen von meiner Schwester dabei, ihre Ballettschuhe, ihr schönstes Kleid, ihre Strumpfhose, ihre Unterwäsche. Und ich habe ihr die Haare geföhnt, ich habe sie abgetrocknet, ich habe sie mit dem Bestatter zusammen angezogen. Und dann habe ich gesagt, ich will einen Raum haben, einen Raum, den ich noch mal so für einen halben Tag mieten kann, dass ich Leute verabschieden. Und das wurde dann auch gemacht. Sie wurde am Sarg von vielen Leuten aus dem Theater verabschiedet. Und dann hat der Intendant nächsten Tag noch eine Theaterveranstaltung organisiert, wo die Zuschauer kommen konnten. Und dann wurde sie verbrannt und erst nächsten Tag war die Beerdigung. Das lief alles Hand in Hand und es war eine dreitägige Verabschiedung. Und das tat sehr, sehr gut. Und ich war ihr noch nie so nah. Man spürt eigentlich immer noch, wie gut Ihnen das auch getan hat. Würden Sie auch sagen, das hat auch mit dazu beigetragen, dass Sie sich vielleicht versöhnen konnten mit all dem, was war? Ja, das war auch vorher längst da. Aber im Heim war schon die Demenz da und sie verstand mich oft nicht mehr, wenn ich sie umarmt habe und ihr gesagt habe, wie leid mir alles tut, dass ich so als Jugendliche so rebellisch war und gekämpft habe und gegen sie und gegen meinen Vater und gegen meinen Erzeuger und dann wieder für und Aber sie verstand es, glaube ich, nicht mehr. Frau Sass, wir kennen Sie als Schauspielerin. Wir haben Ihnen viele ganz besondere Filmfiguren zu verdanken. Vielen Dank, dass Sie uns auch heute was über Ihre Geschichte erzählt haben. Vielen Dank nochmal. Und bis hoffentlich bald mal hier in Baden-Baden. Ich danke Ihnen. Frau Hamann, da steckt jetzt so viel drin bei dem, was Frau Sass gesagt hat. Aber wenn wir mal diese Situation sehen, dass wir als Kind so ein Familiengeheimnis mit uns tragen müssen, wie schwer kann uns das Leben machen? Das ist eine Katastrophe. Mhm. Man ist ja völlig überfordert. Das hat sie auch sehr gut beschrieben. Da stellt sich ja sofort die Frage, der Papa, der mein All und Ein und Alles ist, der soll jetzt auf einmal nicht mein Papa sein. Das heißt, ein Kind und auch eine Jugendliche, die fällt in wirklich Orientierungslosigkeit damit. Ja? Das muss man erstmal aushalten. Und die Mutter zwingt einen ja zur Loyalität.
Und man wird die Loyalität auch halten müssen. Man wird aufpassen, dass die Lüge nicht rauskommt und. Man wird vieles tun, weil die Angst da auch hinter ist, wenn ich jetzt das ausplauder oder wenn ich das mit meinem Vater oder meinen Vätern bespreche, dann verliere ich vielleicht meine Mama, weil die mir das aufgeladen hat, dieses Geheimnis, dass wir beide das tragen sollen. Und das ist eine unglaubliche Zumutung. Frau Todt, wir reden heute über die Situation auch von Stiefmüttern in Patchwork-Familien. Aber fangen wir auch bei Ihnen früher an. Sie haben aus einer vergangenen Beziehung zwei Söhne. Die sind heute 8 und 10. Wie haben Sie sich damals so die Rolle Vater, Mutter aufgeteilt? Also ich glaube, ich bin eine typische Vertreterin quasi meiner Generation. Also ich bin jetzt 45, ich habe studiert, auch der Vater meiner Kinder hat studiert, der war noch dazu eine Zeit lang in Frankreich, bevor er nach Österreich zurückkam und als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, wir hatten irgendwie die Vorstellung, dass wir eine sehr gleichberechtigte halbe-halbe Beziehung führen wollen. Und auch wenn Kinder da sind, dass wir quasi eigentlich unser Leben, was das betrifft, nicht viel verändern wollen. Also sprich, beide sollen Karriere machen können, beide sollen noch Zeit für sich haben und wir wollen Zeit gemeinsam für die Familie haben. Also wir sind quasi mit diesem sehr modernen und hoffnungsfrohen Anspruch in die Beziehung reingegangen und das ist sich aber nicht ganz ausgegangen. Sie sind ja eine sehr erfolgreiche Journalistin und Sie wollten dann ja auch wieder Vollzeit arbeiten. Ich glaube, kaum ein Mann muss sich das anhören, aber wurden Sie als Mutter gefragt, warum tust du dir das denn an? Da ist doch das kleine Kind. Geht's nicht auch Teilzeit? Haben Sie sowas gehört? Laufend. Beim ersten Kind schon und dann noch viel, viel stärker, als das zweite Kind da war. Und ich glaube, das ist auch so klassisch. Also beim ersten Kind zieht man noch diesen Anspruch durch, dass man sagt, ich arbeite wieder Vollzeit, ich steige schnell wieder in den Beruf ein, ich bin vielleicht ein Jahr zu Hause und dann fange ich wieder an zu arbeiten, wobei ein Jahr eh schon recht lang ist, also viele machen es ja noch kürzer, viele machen es auch viel länger. Und mit dem zweiten Kind kam dann aber wirklich so auch die Frage von meinem Freund damals, na, willst du denn wirklich wieder voll arbeiten und sollten wir uns das nicht anders einteilen, magst du nicht Teilzeit arbeiten? Und damit begannen dann eigentlich auch die Probleme. Und wie sehr mussten Sie sich dann rechtfertigen, ihm und den anderen immer gegenüber? Ja, laufend. Ja, also das ist, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es ist in Österreich, also wir sind doch ein eher traditionelles noch, konservatives Land. Also so Rollenbilder, dass man sagt, wenn Kinder da sind, reduzieren einfach beide Elternteile auf, sagen wir, 30% und man teilt sich das auf. Man gibt die Kinder in eine gute Kinderbetreuung. Das ist auch okay, wenn ein Kind mit einem Jahr schon in die Kinderbetreuung kommt. Also das fehlt bei uns einfach. Und das war eben auch in meinem Umfeld, also auch gegenüber meinen Eltern zum Beispiel. Meine Mutter hat mich oft hat auch oft gesagt, was tust du dir da an? Du schaust so gestresst aus, du bist so abgekämpft. Das ist nicht gut für die Kinder, die brauchen mehr Zeit mit der Mutter. Klar, das habe ich alles sehr oft gehört. Ja. Sie haben sich dann in einen anderen Mann verliebt. Der hatte auch zwei Kinder. Die alte Beziehung ist dann auseinandergegangen. Sie hatten das ja auch schon angedeutet, welche Gründe da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Dann waren Ihre beiden Söhne so 2/3 der Zeit immer bei Ihnen. Er hatte auch einen Stiefsohn, der war so jedes zweite Wochenende da und eine fast erwachsene Tochter kam auch immer mal vorbei. Wie haben die Stiefkinder, Ihre Stiefkinder denn so auf Sie reagiert? Also die ältere Tochter, die war eben, als sie quasi dazu kam, so 16, 17. Das war ein bisschen so ähnlich, wie du es schon beschrieben hast mit deiner Mutter. Also da geht es, glaube ich, schon ganz gut auf so einer Freundinnen-Ebene. Also die hat mich irgendwie, die hat mich akzeptiert. Wir haben so ein bisschen auf der Freundinnen-Ebene miteinander zu tun gehabt. Aber die war schon sehr selbstständig. Also die kam und ging. Und wir haben bis heute einen losen, aber, glaube ich, ganz freundschaftlichen Kontakt. Mit dem Sohn, der war, als ich ihn kennenlernte, lernte 7, da war es ein bisschen schwieriger, weil für den war quasi die Situation, überhaupt zu uns zu kommen, also quasi die Papa-Tage zu haben, das war eben nur an den Wochenenden, jedes zweite Wochenende. Und der kam eben in ein Setting mit quasi zwei anderen Brüdern, Stiefbrüdern und dann eben ich auch noch dazu. Also für den war das, glaube ich, eine sehr schwierige Situation und er hatte, was auch schon angesprochen wurde, das Thema Loyalität. Also ich glaube, er hatte natürlich große Loyalität zu seiner leiblichen Mama und hat sich ein bisschen schwer getan, oder ich habe mir auch schwer getan, wir haben uns beide schwer getan, quasi da jetzt einen Modus zu finden, wie gehen wir miteinander um, ohne dass er eben zum Beispiel das Gefühl hat, er ist jetzt seiner Mama gegenüber illoyal, aber ohne dass ich auch das Gefühl habe, ich überfordere ihn oder ich behandle die Kinder nicht gleich. Also da waren viele, viele Themen für Konflikte plötzlich. Wenn Sie das so sagen, ich behandle
die Kinder nicht gleich. War denn erstmal Ihr Anspruch, ich will die Stiefkinder genauso lieben wie meine eigenen? Ja, klar. Ja? Das ist der Anspruch, der quasi aus diesem sehr klassischen Selbstverständnis der Mutter herauskommt. Ich meine, ich verliebe mich in einen Mann. Ich muss doch seine Kinder genauso lieben wie diesen Mann. Mhm. Weil, ja, das muss doch jetzt natürlich quasi einfach kommen. Ja. Es kommt halt nur nicht immer. Also man liebt ja auch seine eigenen Kinder natürlich sehr, aber es gibt Momente, da würde man sie am liebsten unter die kalte Dusche stellen. Ja, ja, und jeder setzt den Satz anders vor. Ja, also es gibt eben, es kann ja auch sehr schwierig sein. Genau. Und man hat natürlich zum Stiefkind, da hat man ein bisschen eine Distanz von vornherein und sieht es vielleicht auch deswegen mit den Augen, mit denen man manchmal seine eigenen Kinder auch sehen sollte, nämlich so ein bisschen kritischer und distanzierter. Mhm. Und das eben mit sich einzuberechnen und aber trotzdem zu versuchen, die Kinder fair zu behandeln. Und Kinder sind ja die größten Fairness-Apostel, die es gibt. Die sind ja viel fairer als wir Erwachsenen. Mhm. Und die wissen genau, wenn einer benachteiligt wurde und schreien auf und sagen, das passt jetzt aber nicht. Das war eine Herausforderung. Also Sie wollten fair sein, Sie wollten geben, Sie wollten beide genauso lieb. Aber wie war das denn umgekehrt? Wie sehr haben Ihnen Ihre Stiefkinder Sie auch spüren lassen, dass Sie nicht die leibliche Mutter sind, sondern nur die Stiefmutter? Ja, das haben sie mich sehr bald spüren lassen. Und das ist ja auch völlig okay so. Mhm. Also man kann ja von einem Stiefkind nicht erwarten, dass es mich als Mama akzeptiert. Ich meine, das sollte ja auch gar nicht so sein, denke ich mir, weil es hat ja eine Mama und einen Papa und ich komme da halt als Bonusmama oder wie immer man es nennen möchte dazu. Und eigentlich liegt es ja auch an dem Kind zu definieren, wer ich für ihn sein soll. Also man darf da ja gar nicht quasi diesen Anspruch haben, du musst mich jetzt akzeptieren als zweite Mama oder Stiefmama. Klar, und da hört man halt dann Sätze wie, du bist nicht meine Mama oder du hast mir nichts zu sagen oder zu Hause machen wir das aber anders. Mhm. Ja, da muss man halt damit umgehen lernen. Und da habe ich selber eine Zeit lang gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil es einfach ein Prozess ist, für den es leider relativ wenig Anleitung und Skript und Unterstützung gibt. Wurden Sie, ja, also einerseits gehören Sie ja zur Familie, ist klar. Sie sind mit dem Vater zusammen. Haben Sie aber bei offiziellen Anlässen auch so gespürt, ja, ich gehöre dazu, aber irgendwie auch wieder nicht? Es war sehr unterschiedlich. Mhm. Also es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, welche Vorgeschichten und Traditionen es in den jeweiligen Familien gibt. Also bei der Familie meines damaligen Freundes, da waren die Eltern selber schon in einer Patchwork-Situation, sprich, für die noch dazu waren es Skandinavier, also mit skandinavischen Wurzeln. Das heißt, die hatten da einen ziemlich entspannten und eigentlich sehr lockeren Umgang. Es gab andere Situationen, wo es eigentlich an die Unhöflichkeit gegrenzt hat, was passiert ist. Also das beginnt bei, wo wird man hingesetzt am Tisch, gibt es Geschenke oder nicht Geschenke, ist man überhaupt eingeladen, wird man ins Haus eingeladen oder nicht, gibt man die Kinder am Gartenzaun ab oder darf man mit reinkommen, ja, solche Sachen. Ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen, also manchmal hat man ja auch einen Anspruch an ein eigenes Verhalten und kann es dann vielleicht auch nicht einlösen. Also Sie haben diesen Mann geliebt, gleichzeitig denke ich mir, wenn dann der Sohn da war, dann will der ja auch Aufmerksamkeit. Ist da auch manchmal ein bisschen Eifersucht dann im Natürlich. Spiel? Natürlich. Natürlich, also ganz viel Eifersucht. Mhm. Und auch völlig verständlich, oder? Weil ich meine, wenn das Stiefkind, der Stiefsohn an den Wochenenden kommt, ja, jedes zweite Wochenende. Die Wochenenden sind spezielle Momente, wo man eigentlich mal ausspannt, wo man sich selber freut, wenn man mit seinem Partner, noch dazu, wenn man frisch verliebt ist, ein bisschen Zeit verbringen kann. Wenn natürlich dann das Kind kuschelt auf der Couch, wo man normalerweise kuscheln würde, dann ist ein bisschen Eifersucht da. Aber es ist natürlich umgekehrt auch, nicht? Das Kind ist ja auch eifersüchtig, weil es kommt, es wünscht sich Zeit mit dem Papa und dann ist quasi diese Stiefmama da, die auch in Konkurrenz tritt um diese wertvolle Zeit. Und wie war das mit der leiblichen Mutter der Stiefkinder? Also gab es da auch Konkurrenz ein bisschen? Oder? Da war der Kontakt relativ distanziert. Mhm. Das passiert, glaube ich, also ist ja auch sehr unterschiedlich. Nicht? Es gibt so Patchwork-Situationen, wo sich dann die Mütter quasi oft verbünden gegen die Väter und an ihnen vorbei die Dinge organisieren. Und dann gibt es welche, wo einfach ein Nichtverhältnis entsteht. In dem Fall war es ein Nichtverhältnis. Und ja, klar ist es schwierig, wenn man Wochenendplanungen macht und sich überlegt, was kann man quasi auch mit den Kindern unternehmen. Drei Burschen wollen beschäftigt werden. Und dann hat man das Gefühl, das wird vielleicht gar nicht so unterstützt, weil vielleicht soll es das Kind ja gar nicht so lustig haben, wenn es zum Papa kommt, weil es soll es doch viel lustiger haben, wenn es quasi bei der Mama ist. Ja, all diese, das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Ja. Sie haben das ja schon gesagt, eigentlich sind solche Patchwork-Familien ja
Alltag. Ne? Es ist was Selbstverständliches. Überall erleben wir solche Konstellationen. Müssen Mütter, also nicht nur Mütter, aber auch Mütter und Stiefmütter, die Selbstverständlichkeit im Leben dieser Form aber erstmal lernen, da reinfinden? Also ich glaube schon. Mhm. Ich meine, es sind zwar mittlerweile in Österreich fast 10% der Familien sind in solchen Patchwork-Konstellationen, aber es fehlt einfach noch völlig an so Ritualen und Skripten dafür. Also in den USA zum Beispiel gibt es einen Stiefmuttertag inzwischen. Da gibt es auch relativ viel Fachliteratur und aber auch so populäre Magazine mit Tipps, wie umgehen in solchen Situationen. Mhm. In Deutschland haben wir einfach, oder auch in Österreich, haben wir einfach noch dieses sehr starke klassische Mutterbild. Und ich finde, dass auch das Stiefmutterbild eben so positiv das klassische Mutterbild besetzt ist, eigentlich so, wie Sie es quasi auch am Anfang beschrieben haben, also diese liebende Urmutter, mehr oder weniger. So viel belastet ist, finde ich, auch noch das Bild der Stiefmutter. Also da gehört, finde ich, an beiden Mutteridealen und Nicht-Idealen gehört gearbeitet. Ich würde es schön finden, wenn wir mal damit aufräumen würden mit diesem Wort Stiefmutter. Das sowieso, genau. Das finde ich schon, das hat schon so eine Konnotation, das ist ja wie in den Märchen, das ist schon die Böse, das ist irgendwie ganz ungut, sondern dass man einfach nur mal guckt, faktisch, wie ist es? Sie waren die neue Partnerin des Vaters. Ja? Genau. Und lassen wir doch die Kinder, dass die Kinder entscheiden, wer ist das für mich? Muss ich zu der Mutter sagen, sondern wie heißen Sie mit Vornamen? Barbara. Oder kann ich Barbara sagen? Das war eine klassische Situation. Das ist die Freundin meines Vaters. Genauso wie es auch schwierig ist, es ist doch kein Stiefkind, weil es ist gar nicht mein Kind. Und wenn wir in diesen komplizierten Familienlagen mal einfach nur faktisch benennen, was ist, dann wird es, glaube ich, einfacher. Und ich finde sehr interessant, Sie haben gesagt, der Siebenjährige. Wir wissen, dass Kinder, sagen wir mal, vielleicht bis 8 das Gefühl haben, Mama und Papa, meine Familie, das ist mein Universum. Universum bedeutet, das ist mein Ein und Alles, gehört zu mir. Und wenn das auseinanderbricht, das ist für ein Kind wirklich eine Katastrophe. Und wenn wir lernen würden, diese ganze Geschichte mit Patchwork mehr aus der Perspektive der Kinder auch zu sehen, ich glaube, da würde das vieles, vieles einfacher. Und ich stimme Ihnen total zu. Ich glaube, wenn man diese Konstellation hat, braucht man wirklich von außen auch Unterstützung. Extrem. Also das ist quasi auch, was super. Ich im Rückblick dann gemerkt habe, ich hätte mir viel früher oder wir hätten uns viel früher quasi Unterstützung holen müssen, weil es ist jeder überfordert mit der Absolut. Situation. Und Austausch mit quasi Freundinnen, die das schon erlebt haben, ist oft in der Phase gar nicht so einfach, weil es dann noch nicht so viele gibt. Mhm. Und zum Stichwort Stiefmutter, das war witzig, weil das war auch so die klassische Situation. Mich hat eben, ich sage jetzt der Siebenjährige, weil ich seinen Namen nicht nennen möchte, aber der hat mich eben auch irgendwann einmal beim Abendessen, hat er mich so angeschaut mit seinem Blick und hat dann irgendwie gesagt, und bist du jetzt meine Stiefmutter? Und er klang wirklich, genau, also es war irgendwie dieses Märchenfigur. Und ich habe dann daraufhin gesagt, naja, kann man schon so sagen, aber wie magst du mich denn nennen? Magst du nicht einfach Barbara zu mir sagen? Genau. Ja, und so war es dann natürlich auch. Aber das Wort ist eine Katastrophe. Das sollte man eigentlich aus dem Deutschen, das sollte man streichen, aus dem das Deutschen streichen. Neuer Vorschlag. Ich glaube, in anderen Kulturen hat man ja andere Wörter. Ja, also in Frankreich, das finde ich wunderschön, gibt es den Begriff der Belle Mère. Das hört sich schon an. Das hört sich schon einmal ganz anders an. Ist das nicht schön? Ja. Ist aber die Ausnahme. Also ich habe ja auch ein Buch zum Thema dann geschrieben und habe mir quasi das Wort Stiefmutter in verschiedenen Sprachen angeschaut. Und es ist in den meisten Sprachen ein abwertendes Wort. Es gibt so deutsche Neuschöpfungen, Bonusmama, Beutemama. Ich finde, man sollte es den Kindern überlassen. Die finden oft sehr witzige Formulierungen und das verändert sich dann oft auch, weil sich halt auch die Rolle verändert. Man ist bei kleinen Kindern, hat man eine andere Aufgabe, als wenn man mit einem Teenager zu tun hat oder wenn das Kind dann auszieht oder wenn die Beziehung auseinandergeht, die Patchwork-Beziehung und man halt dann einfach nur mehr so eine sehr lose, einen losen Kontakt hat. Die Beziehung ist ja dann auseinandergegangen, wahrscheinlich wegen dieser ganzen Konstellation auch. Sie haben sich aber neu verliebt. Das passiert. Und? Oh, passiert, genau, zum Glück. Und wieder ein Kind. Der Partner hat wieder ein Kind. Ja, was war Ihr erster Gedanke? Weil erstens, in meinem Alter sind natürlich quasi, entweder sind die Männer dann schon ein bisschen schrullig, weil sie kinderlos sind, oder sie sind großartig, weil sie Väter sind. Nein, das ist jetzt überspitzt, aber es ist natürlich eine Auszeichnung, wenn ein Mann auch Vater ist, also weil er hat Verantwortung übernommen und er hat quasi die Erfahrung, die man selber auch gemacht hat, das hilft natürlich
wenn man sich verlieben möchte. Sie haben ja jetzt auch Erfahrung mit der Situation. Wie gehen Sie die Situation denn jetzt an? Viel entspannter. Viel entspannter. Und viel langsamer. Mhm. Ja. Und einfach viel abwartender und den Rhythmus bestimmen. Also es ist einfach, den Rhythmus bestimmen die Kinder. Wenn von den Kindern der Wunsch kommt, dass man was zusammen macht, dann machen wir es. Aber es ist viel, viel langsamer und wir konzentrieren uns eigentlich jetzt mehr auf die Paarsituation. Also der Patchwork-Anspruch, der hat sich, der wurde ziemlich sehr gute Lösung. Dann hoffen wir einfach, dass Sie es langsam wachsen lassen können, dass Sie den richtigen Rhythmus finden und dass daraus was Tolles entsteht. Ja, ich hoffe es auch. Herr Molitor, Sie haben eine lange, intensive Beziehung zu Ihrer Mutter. Die wird bald wie alt? 98 ist sie, 99 wird sie in 8 Wochen, ja. 99 in 8 Wochen. Mhm. Wie geht's ihr gesundheitlich? Ja, ihr ging's relativ gut bis vor 2 Jahren. Mhm. Vor 2 Jahren hat sie einen Sturz gehabt. Sie hat gemeint, sie bräuchte keinen Rollator. Typisch das Symptom, wo alle Leute haben, ist gefallen. Ist dann operiert worden, 4 Stunden, Oberschenkel-Halsbruch. Und die OP, die 4-Stunden-Narkose, haben ihr total die Demenz eingebrockt. Sie ist jetzt pflegebedürftig? Absolut pflegebedürftig. Sie konnte durch die Demenz nicht mehr laufen lernen. Mhm. Und die Demenz ist jetzt schon fast im Endstadium. Haben Sie denn mal dran gedacht, sie ins Heim zu geben? Überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, sie ist bei Ihnen zu Hause? Genau. Ich habe die Gedanken gehabt, meine Mama, die hat mich damals im Kinderwagen gefahren, hat alles für mich gemacht. Hat Windeln gewechselt, hat mich großgezogen. Ich bin wohlbehütet groß geworden. Mhm. Sie war gläubig. Ich wurde immer dann so in der Bibelschule geschickt. Wir sind durch die Wälder mit den Gitarren, haben Lieder gesungen. Zu Hause war alles in Ordnung. Für meine Mutter war der erste Schicksalsschlag. Mein Vater, der ist in den 70er Jahren gestorben. Und dann hat sie allein ihr Leben gemeistert. Ich war dann liiert mit meiner Frau. Wir haben 4 Kinder, alles Wunschkinder und haben immer Kontakt gehabt. Ja, und jeder hat halt sein Leben gelebt in der Zeit. Sie waren ja auch räumlich relativ nah, ne, in einem Haus, aber trotzdem eben jeder in seinem Leben. Genau. Mhm. Wir hatten die 4 Kinder und meine Mutter ist dann ihrem Glauben treu geblieben. Die ist dann immer rumgefahren und jeder hat so sein Leben gelebt. Ja. Was waren Sie für ein Vater, ein Abwesender oder ein Anwesender mit 4 Kindern? Oh, ja gut. Ich hatte die klassische Vaterrolle. Das ist eine schwierige Frage. Was ist denn die klassische Vaterrolle? Ja, die war eigentlich in den 60er Jahren, wie ich gelernt habe, Mutter ist zu Hause und Vater verdient Geld. Ja. Mhm. Und am Wochenende habe ich mich schon intensiv um die Kinder gekümmert. Also ja, ich bin ein sehr, sehr großer Familienmensch und auch dem Heimweh immer sehr nahe. Sie waren 34 Jahre verheiratet und dann ist was passiert, kann passieren so etwas. Ihre Frau hat ihre Jugendliebe, glaube ich, wieder getroffen und hat die Familie verlassen. Ja. Sie waren dann da mit ihren 4 Kindern. Wie haben Sie das dann aufgefangen? Ja, am Anfang war die Situation ganz schwierig. Also, es waren immerhin 3 Töchter. Und als Mann plötzlich mit 3 Töchtern dazustehen, die waren alle in der Pubertät, also es waren keine kleinen Kinder mehr. Mhm. Sagen jetzt schon die Zeiten aus. Das ist für mich, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Weil ich war immer ein Mann der Materie, der Technik und alles. Und plötzlich waren 3 Mädchen da, die so pubertierenden umgehen. Pubertieren. Mein Sohn, der war schon groß, zum Glück. Der hat schon sein eigenes Leben gelebt. Ja. Aber die Mädchen, das war absoluter Horror. Ich war dann zu Hause. Endlich spricht das aus. Ich war zu Hause, saß auf der Couch. Da kamen so die von unserem Nesthäkchen, die erste Freunde, gell? Kamen die in die Wohnung rein. Und dann sieht er mich, sagt, hey, Alter, wie geht's? Da habe ich gesagt, ich bin nicht der Alter, ich bin der Papa von der Melaine, und nicht ein Alter. Und so Schwierigkeiten hatte ich dann zu kämpfen. Da mussten Sie sich erst mal dran gewöhnen, auf die Hey-Alter-Sprüche. Da musste ich mir erst dran gewöhnen, aber das ging ziemlich schnell. Und es ist ja auch so gewesen, manches kann man nicht planen oder passiert, obwohl man es nicht will, sagen wir mal so. Eine Ihrer Töchter ist ja sehr jung dann auch schwanger geworden mit 15. Welche Rolle haben Sie dann da übernommen in dieser Zeit? Ja, ich
Ich war der klassische Mann, wo ich auch gesehen habe, die muss erst die Schule fertig machen heute in der Zeit. Für eine junge Frau ist es wichtig, eine Ausbildung, also gut Schulabgang, Ausbildung und. Und ja, da war eigentlich schon sozusagen die Scheidung stand vor und da musste ich auch noch in die Rolle schlüpfen für meine Tochter und miterziehen, meinen Enkel, dass sie in die Schule weitergehen konnte. Und, ja. Und welche Rolle hat Ihre Mutter in dieser Zeit gespielt? Sie war einfach für mich da. Sie war in dem Alter noch fit. Also mental konnte ich eigentlich das nicht aufarbeiten, die ganze, was um mich herum passiert ist. Wenn man 34 Jahre verliebt ist und für mich war das bis zum Schluss gut. Ja. Bei Männern ist das anscheinend so. Männer, die kapieren erst. Die kriegen das auch gar nicht mit, meinen Sie? Ja, das höre ich öfters. Ich gehe arbeiten und okay. Ja, bis Männer was mitkriegen, das dauert. Also meine Töchter, die haben dann schon gesagt, ja Papa, wir haben das schon gemerkt, aber... Also meine große Tochter, aber Papa hat nichts gemerkt. Haben Sie nicht gesagt, hättest du mal was gesagt? Ja, hinterher. Wenn alles ins Kinderbrunnen gefallen war, ja, dann war das. Ja. Aber in der Zeit, ja, und mental habe ich das dann halt mit anderen Leuten aufgearbeitet. Aber einfach, weil meine Mutter, sie war für mich da. Mhm. Ich war im Haus, sie hat Erledigungen gemacht. Sie ist auch immer gegangen, wenn ich was hatte für die Kinder, wenn da was mit der Schule war. Mhm. Sie war einfach für die da und hat eigentlich, ja, wenn ich so sagen darf, wenn ich jetzt die Mutterrolle hatte, übertriebene Maß, hat sie die Vaterrolle dann gehabt und hat die Sachen gemacht, was ich ja beauftragt hatte. Sie haben den Kontakt Ihrer Kinder zur leiblichen Mutter dann aber erstmal unterbunden. Warum das denn? Ja, das war der, ja, ich sag persönlich meiner Ansicht nach Scheidungskrieg, weil wenn es ums Verteilen geht, egal wie, dann schreit jeder halt hier, das ist halt krass gesagt, aber es ging halt auch um die Finanzen. Und wenn 34 Ehejahre aufgeteilt werden, und ja, das steht wir am Lebensende und ja. Ja, aber trotzdem, ich meine, wie sehr haben Ihre Kinder Ihre Mutter dann vermisst? Es war eine ganz schlimme Zeit, ja. Das habe ich hinterher dann gemerkt. Also ich hatte auch sofort, als die Scheidung vollzogen war, habe ich dann wieder den Kontakt erlaubt, weil... Ich habe gemerkt, eine Mama ist durch mich nicht zu ersetzen. Also den Kontakt unterbinden ist ja auch schon ziemlich hart, muss man sagen. Ne? Also was hat Sie denn dann zur Einsicht gebracht? Ja, ich kam mir schon fies vor in der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber meine Kinder waren im Haus. Ja. Die haben meine ganzen Gespräche gehört und alles. Und ich hatte einfach Angst. Es ging ja nur noch, wir haben nur noch über Anwälte geredet. Und das war das Schlimme. Wir konnten nicht mehr zusammen reden. Also... Sie hätte mir die Augen ausgekratzt, ich hätte ihr sie vielleicht ausgekratzt. Und das war das Schlimme an der Zeit, warum ich den Schritt tun muss. Sie haben ja dann noch ein Entrümpelungsunternehmen aufgebaut. In dieser Zeit mit der Unterstützung Ihrer Mutter, aber die Kinder da, wir haben gehört, auch noch in der Pubertät, noch ein kleiner Enkel. Wenn Sie im Nachhinein gucken, wie kraftraubend war das? Wie schwer war das auch für Sie? Ja, so, es zerrt sehr an der Kraft. Ja. Er braucht 1000 Gedanken. Ich habe dann bis abends manchmal gearbeitet, weil der Kleine, erst wenn er versorgt war und meine Tochter zurück war, hat sie ihn übernommen. Mhm. Dann habe ich im Entrümpelungsunternehmen weitergearbeitet, weil ich habe das hauptsächlich schon zu Hause. Ich habe dann ist das als Familienunternehmen sogar umgewandelt. Mhm. Also meine ganze Töchter haben damals mitgemacht, als das angefangen hat. Wir wollten einfach eine Gemeinsamkeit, ja. Sie haben es jetzt, glaube ich, auch einer Tochter übergeben, ne? Ja, vor 2 Jahren, wo das so schlimm war, der Sturz mit meiner Mutter. Und da war vorauszusehen, sie lag im Krankenhaus. Und ganz klar, ein Pflegefall wurde mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ins Heim kommt meine Mama nicht. Sie war bis jetzt da für mich. Ich nehme sie nach Hause. Wir haben ganz schnell umgebaut. Im Haus ist jetzt meine Tochter in die Wohnung von meiner Mutter gezogen, lebt ihr eigenes Leben. Und ich habe meine Mutter in meine Ebene geholt, dass ich sie besser versorgen kann. Und das war halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr. Und wir haben zusammen geredet und haben das Unternehmen meinem Schwiegersohn mit meiner Tochter dann, also ich habe es dann eher sozusagen überschrieben. Ja. Helfen Ihre Kinder Ihnen denn auch ein bisschen bei der Pflege dann? Ihrer? Ja, das ist immer noch ein ganz großer Punkt. Also es hat uns eigentlich zusammengeschweißt. Mhm. Und wenn ich irgendwas sag, also ich... nicht dominant, aber das sagen, ja, Papa. Also ich finde das schon sehr, sehr schön. Wenn Sie das so sagen, das hat zusammengeschweißt. Ich meine, es gibt Dinge, die sind einfach nicht toll. Da muss man auch nicht rumreden. Die haben auch keine schönen Seiten. Aber manchmal sieht man ja auch im Nachhinein, Mensch, Sie waren bei der Trennung völlig fertig, haben es nicht kommen sehen. Im Nachhinein, was hat Ihnen diese harte Zeit nach der Trennung vielleicht auch gegeben? Ja, eine ganz neue Perspektive.
Also ich hatte bewusst bei meinen Kindern noch nie so viel Zeit gehabt wie für meinen Enkel. Mhm. Es war praktisch für mich übertrieben wie ein Sohn. Und ich habe das Kind im Arm gehabt, ich habe dem Fläschchen gegeben, ich habe Windeln gewechselt, großgezogen. Wir sind in Urlaub zusammen, dass meine Tochter Freizeit hat und lernen konnte und alles. Gell? Und das, also, ja, ich war eigentlich eine Mama für das Kind, wenn ihr es auch nicht gerne hört, aber es ist ja so, ja. Also dieser Zusammenhalt, der in Ihrer Familie ist, der scheint Sie ja zu tragen. Hoffen wir, dass das auch weitergeht durch gute und schlechte Zeiten, wie man so sagt. Drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Und die Pubertät Ihrer Töchter haben Sie ja gut überstanden. Ja, ja, ich sage immer so anderen, mit dem Alter wächst alles. Also das, man muss nur Geduld haben, einfach nur Geduld. Ja. Ja. Frau Brynjakovic, Ihre Tochter Elisa ist ja auch noch nicht so alt, ne? Wie alt ist sie genau? Sie ist letzte Woche ein Jahr alt geworden. Ein Jahr. Mhm. Und wie haben Sie das gefeiert, den Geburtstag? In kleinem Rahmen natürlich. Meine Eltern waren da. Und wir haben zu viert gefeiert. Es gab Kuchen, Luftballons, Geschenke natürlich. Und ja, es war schön. Schon richtig was los. Ja, genau. Haben Sie sich denn schon immer, wenn Sie so zurückdenken an Ihre Jugend und so, haben Sie sich immer Kinder gewünscht? Ja, immer. Also ich wusste schon als Kind, dass ich Kinder haben möchte. Mhm. Und ja, also es war immer klar, dass ich mal Kinder haben werde. Wie viele standen, das ist das Einzige, was noch in den Sternen steht, aber das war klar, ja. War das denn Ihre, also Kinder haben, war das denn auch in Ihrer letzten Beziehung dann ein Thema? Mhm, es war Thema. Wir wollten Kinder, das dann auch aufteilen, dass jeder ein Kind kriegt, vom selben Spender. Und ja, es hat jetzt halt nicht funktioniert. Jetzt habe ich mal angefangen und mal gucken, wer noch die nächsten Kinder austrägt. Im Moment bin ich ja noch alleine. Als die Beziehung mit Ihrer Partnerin dann auseinandergegangen ist, da waren Sie, glaube ich, so Anfang 30. Genau, ne? Ja. Sie wussten aber, Sie wollen noch Kinder. Mhm. Haben Sie dann erst mal so gedacht, spontan, ja, also dann warte ich eben auf die nächste Beziehung? Oder ja. Wie war die Situation? Mhm. Ja, eben, also mit Anfang 30, die biologische Uhr tickt noch nicht so schnell wie jetzt. Dann habe ich gedacht, nee, also ich warte noch, gucke, ob ich auch jemanden kennenlerne. Dem war dann jetzt aber nicht so. Ja, und habe dann das jetzt einfach in die Hand genommen vor 2 Jahren. Und mich drum gekümmert. Ja, wann kam denn dann der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich entkoppel das jetzt von Partnerschaft, meinen Kinderwunsch? Ich glaube so mit 34, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Dass ich gesagt habe, okay, wie kriege ich das wirklich umgesetzt? Weil das, davor war das einfach nur eine Fantasie, wie man sich das halt wünscht. Also ja, wie man sich das halt ausmalt, wie das werden könnte, wie man das hinkriegen könnte. Aber dann ab 34 habe ich dann konkret mich darum gekümmert und mir überlegt, wie ich das wirklich umsetzen kann. Sie waren dann auch in Kinderwunschzentren? Genau. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Das wusste ich schon davor, aber da wurde es mir dann nochmal wirklich konkret gesagt, dass ich als alleinstehende Frau in Deutschland keine Samenspende empfangen darf. Also kontrolliert in einer Praxis oder Klinik. Sie sind dann auch, glaube ich, hatten überlegt, zumindest nach Dänemark zu gehen. Was ist da anders? Da kann jede Frau kann kommen und natürlich zahlen dafür und halt die Samenspende empfangen aus einer Samenbank. In Dänemark gibt es ganz viele und 50%, habe ich erst die Tage gelesen, dass 50% der Frauen dort, die eine Samenspende empfangen, sind alleinstehend tatsächlich. Ja, das wäre eine Option gewesen damals. Aber Sie haben sich dann entschieden, eher einen privaten Samenspender. Ja, das war von Anfang an mein Wunsch, dass ich jemanden... Also genau, das wäre so Plan B ja. gewesen. Aber ich habe dann durch Glück, Zufall halt jemanden dann aus dem Freundeskreis. Aber das war aber immer Vorstellung, dass ich jemanden habe, den ich kenne. Aber als Sie dieses... Ach so, okay. Also Sie hatten dann schon das Gefühl, ich guck mal so rum und überleg, ach, der oder der? Mhm. Also kann man sich das so vorstellen? Ach, das könnte doch ein guter Samenspender sein. Ja. Im Kino, oder? Ja, genau. Ja, so sehen ich tatsächlich Männer, also oft. Ja. Also davor noch, also jetzt ja nicht mehr. Ich habe ja jetzt einen Spender. Aber davor habe ich immer wieder gedacht, oh, der sieht nett aus, der ist sympathisch. Was waren denn hat so Eigenschaften, die mir gefallen. Das können doch, also Freunde oft natürlich. Was waren denn das für Kriterien? Also schon Aussehen, Sympathie oder auch Gesundheit? Ja, also Aussehen war gar nicht so wichtig. Mhm. Mir war eher das Innere wichtig. Also, dass es ein guter Mensch ist, dass er ein gutes Herz hat,
Also 4, 5 Sachen waren mir wichtig. Einfach eben, dass die Chemie stimmt zwischen uns beiden, Sympathie da ist. Weil auf dem Blatt Papier kann das ja alles schön und gut aussehen. Aber wenn ich dann wirklich treffen würde und das funkt nicht zwischen uns, also einfach freundschaftlich auch, hätte ich, glaube ich, schon eher ein Problem damit. Also diese Sympathie und dass die Chemie stimmt, das war mir wichtig. Intelligenz, auch sehr wichtig. Humor, ja, und natürlich, dass er gesund ist, psychisch und physisch. Herr Molitor, wenn Sie das so hören, so dieser Weg auf der Suche nach dem Samenspender, wie fremd ist Ihnen das oder was sagen Sie dazu? Ja, also ich bin überrascht von der ganzen Geschichte, ja. Weil, ja, also ich habe ihn nicht gekannt und ja, momentan kann ich nicht spontan was dazu sagen. Ne? Ist das denn ein Thema, was immer deutlicher wird? Also der Wunsch auch von Singles, einfach Mutter zu werden? Naja, ich meine, es ist möglich, künstliche Befruchtung, das, und da, wo was möglich ist, gibt es eine neue Freiheit auch. Und ich denke, das nimmt wirklich zu. Ja, ist doch wunderbar. Ich meine, diese Vater, Mutter, Kind, klassische Kernfamilie, ich meine, dass wir uns von der auch, dass das geöffnet wird für ganz neue Familienformen. Ich meine, das ist ja von der Rechtsseite schon länger jetzt passiert und das dann eben auch einhergeht, dass man als Alleinerziehende oder als natürlich als lesbisches oder schwules Paar eine Familie gründet und Kinder erzieht, ist ja logisch. Also das ist ja eine der großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, dass das Gott sei Dank alles möglich ist. Ja. Wobei ich nicht per se glaube, dass es wunderbar ist. Ich glaube, dass das mit sehr vielen Konflikten auch behaftet ist. Es ist alles natürlich, wie soll ich sagen, es ist komplexer, man muss es alles neu verhandeln. Es gibt ganz wenig, es ist ähnlich wie mit den Stiefmüttern oder Patchwork-Situationen. Also es gibt dafür halt nicht so die klassische Anleitung, oder? Wenn wir uns auf eine klassische Kernfamilie einlassen, Vater, Mutter, Kind, so wie Sie es erzählt haben, dann weiß man, meine Rolle ist die Frau macht das, wenn das Kind kommt, passiert Plan A oder B. Und das ist natürlich in Ihrer Situation oder auch in meiner, da gibt es halt viele Möglichkeiten und die schaffen natürlich Unsicherheit, sie schaffen aber auch Freiheit. Und die Frage ist, wie gut man damit umgehen kann und wie reflektiert man auch in diese Situation hineingeht. Lernen wir Ihre Situation doch mal kennen und gucken, was das im konkreten Leben bedeutet. Sie haben gesagt, irgendwann haben Sie diesen Mann dann gefunden. Als Sie ihn darauf angesprochen haben, wie hat er dann reagiert? Also spontan hat er gesagt, ja, können wir machen. Ja, kann man machen. Herrlich. Also das war ja schon also nur so zwischen Tür und Angel, sage ich jetzt mal. Ich wollte sagen, war er sich der Tragweite bewusst? Wir haben uns dann eine Woche später nochmal getroffen bei mir daheim und haben dann in Ruhe darüber geredet. Ich habe meine Vorstellungen ihm dann halt mitgeteilt, dass ich halt keinen Vater möchte. Also jetzt salopp gesagt, ich wollte eigentlich nur den Samen. Mehr nicht. Also ich wollte keine Vaterrolle haben, die er dann einnimmt oder dass er dann also auch Rechte und Pflichten hat. Das wollte ich nicht. Also ich wollte einfach ein Kind haben und keine dritte Person noch dazu. Also dabei Sie hätten haben. Ja zum Beispiel Anspruch auf Unterhalt, ne? wenn das jetzt festgestellt würde. Was macht Ihnen sicher, dass Sie das nicht irgendwann auch beanspruchen? Nichts. Also es ist reine Vertrauen. Ja. Auch anders, also in beide Richtungen. Ich vertraue ihm, dass er nichts möchte, später mal oder jetzt, wie auch immer. Aber auch dann in die Richtung, dass ich nichts von ihm möchte. Was werden Sie Ihrer Tochter denn sagen dann? Werden Sie die beiden bekannt machen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich denke, dass er immer wieder mal vorbeikommen wird. Ich sage jetzt mal 2-mal im Jahr oder so. Wir wissen es noch nicht genau. Aber dann werden wir sagen, dass er der Vater ist. Weil das ist ja, glaube ich, so der Punkt. Ja, was ist dann für Sie die Grenze, ne? Dass Sie sagen, ab da finde ich es jetzt übergriffig. Ja, haben Sie da schon ein Gefühl dafür? Nee, noch nicht. Aber er zieht sich sehr weit zurück. Also er lässt uns komplett in Ruhe, sage ich jetzt mal. Also er sagt schon, ja, ich kann mal ein Bild schicken. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Also er lässt uns da in Ruhe. Und deswegen, also er bestätigt das, was wir davor besprochen haben auch. Und also das Vertrauen ist weiter da. Und, also bisher läuft es auf jeden Fall gut. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kann man nicht kalkulieren. Ne? Bei Ihnen sind Dinge vorgefallen in der Familie. Was wäre zum Beispiel, wenn Ihre Tochter, Sie sagen ja, er ist ein sympathischer Typ. Sehr, also menschlich bin ich echt verliebt in ihn. Ja, also ich bin einen ganz tollen Mann. Ja, also es könnte ja sein, dass sich Ihre Tochter auch in ihn verliebt. Na, natürlich reine Spekulation. Und was wäre, wenn sie sagt, ach, ich möchte nicht nur, dass er mein Erzeuger ist, sondern ich möchte eigentlich vielleicht auch, dass er eine Vaterrolle erfüllt.
Das kann natürlich sein, aber ich glaube, da müssen wir dann wirklich das abwarten und diese Situation kommen und dann wirklich gucken, was wir dann damit machen. Ja. Sie haben auch darüber gesprochen, was ist, wenn er das Bedürfnis hat, auch mal mit ihr in den Zoo zu gehen, wenn sie dann älter ist. Da habe ich gesagt, gar kein Problem, weil andere Freunde oder Freundinnen würden ja auch vielleicht meine Tochter mit in den Zoo nehmen. Und nur, dass er dann halt der Vater ist und nicht irgendjemand aus dem Freundeskreis. Denken Sie denn manchmal, ach, eine Partnerin jetzt an der Seite wäre ganz schön, dass er zwei, dass ihre Tochter zwei hat? Oder würden Sie sagen, ach, das geht auch so ganz gut? Es gibt 1,5 Millionen Alleinerziehende oder sogar mehr, das kriege ich schon hin. Nee, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass wir eine Familie hätten, so eine kleine Regenbogenfamilie. Aber die Situation ist ja jetzt anders. Und ich habe halt schon auch früh gelernt, einfach mich mit Situationen ich sage nicht abzufinden, aber dass ich auf die reagieren kann und mich anpassen kann. Mhm. Und also klar, ich würde mir wünschen, das mit jemandem zu teilen, dass wir zusammen das Kind haben. Aber im Moment ist es halt nicht so. Und ich bin super glücklich, so wie es jetzt ist. Und ich kann es mir jetzt, so wie es jetzt ist, nicht anders vorstellen oder besser vorstellen auch. Aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen, das mit jemandem zu teilen, auf jeden Fall, ja. Gibt es denn noch andere Bezugspersonen, so engere für Elisa? Also zum Beispiel ihre Eltern? Oder? Ja, absolut. Meine Eltern, die sind da. Ohne die würde das auch gar nicht so gut klappen. Wie fanden die das eigentlich? Also haben die so ähnlich reagiert wie am Monitor? Irgendwas hier? Nee. Oder, ja, ja. Alles gut. Nee, also die waren erfreut. Erfreut? Ja, ja, super. Mhm. Also denen war es auch egal, wie ich es mache. Hauptsache, sie kriegen Enkelkinder. Also da stand das einfach. Ja, und Sie haben ja gesagt, die Geburtstagsfeier haben Sie schon zusammen. Also da ist schon ein enges Verhältnis. Absolut, ja. Also sie übernachtet auch einmal die Woche bei meinen Eltern seit jetzt drei Monaten. Und es funktioniert super. Also es ist doch das, was Frau Todt sagt. Es ist nicht das Wichtige, wie die Familie aussieht, sondern einfach, dass es irgendwie einen verlässlichen Rahmen von Menschen gibt, zu denen ein Kind Beziehungen hat, Frau Hamann. Was würden Sie sagen? Ja, das ist absolut, das ist das Notwendige, oder? Mhm. Das, es gibt ja dieses wunderbare Wort, um ein Kind großzuziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Mhm. Und das meint, ich sehe als Kind verschiedene Modelle. Wir gehen anders miteinander um. Und das ist so notwendig, dass es das gibt. Ja? Ich würde aber gerne noch mal was zu dem Vaterthema sagen, weil ich in meiner Praxis natürlich immer wieder auch vor solchen Situationen stehe. Und ich erlebe eben junge Leute, die sagen, ich muss einfach wissen, wo ich herkomme. Ich muss wissen, wer das ist. Was ist das für einer? Da haben wir auch einen Anspruch mittlerweile drauf. Wir haben, genau, und ich will noch mal sagen, also es gibt ja die Kinderrechtskonvention seit ungefähr 30 Jahren. Und da steht drin, dass ein Kind das Recht auf Identität hat. Und zu meiner Identität gehört, dass ich weiß, wo ich herkomme. Und das ist so wichtig. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, überhaupt in dem gesamten Kontext, in dem wir heute hier reden, mitzukriegen, ich brauche Wurzeln. Weil das gibt mir Festigkeit. Und zu meinen Wurzeln gehört auch die Herkunft. Ja. Ja? Und das ist so notwendig. Das war mir auch wichtig. Also mir war das absolut wichtig, dass meine Kinder wissen, wer der Vater ist. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Und vor allen Dingen, wenn er sich bereit erklärt zu sagen, ja, ich bin euer Vater oder dein Vater, dann ist das genau der richtige Weg. Hm? Ja. Käme denn der Vater Ihres ersten Kindes auch als Vater eines weiteren in Betracht? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also ist das nur so ein Gedanke oder ist das schon... Nee, wir sind schon... Also es wird konkreter, sagen wir so. Okay. Also ich will auf jeden Fall... Ich hätte gern 3 Kinder. Wow. Aber das schaffe ich zeitlich nicht, weil dann bin ich zu alt. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Ihrer Familie weitergeht. Ja, vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Jahren hier nochmal. Ja. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, danke, ich mich auch. Ja. Unser nächster Gast hat übrigens über seine Mutter sogar einen Film gedreht, aber der Reihe nach. Ich sage schon mal herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé Adrian Geuginger. Herr Geuginger, Sie haben gesagt, Ihre Mutter war lange Zeit sowas wie der einzige Anker in Ihrem Leben. Inwiefern war sie ein Anker? Ja, vor allem emotional und was die ganze die Gefühle betrifft, die Liebe, die man als Kind braucht, die Geborgenheit, die Zuneigung, das habe ich halt lange nur von meiner Mutter bekommen. Mein leiblicher Vater ist sehr früh gestorben, vor meiner Geburt.
an einer Überdosis Heroin. Und meine Mutter war dann eben 18 Jahre alleinerziehend und hat es trotzdem geschafft. Wie genau, weiß ich bis heute nicht, aber mir halt so extrem viel Liebe und Geborgenheit zu geben, dass ich mir jetzt sagen kann, dass sie ja, der große Anker war in meinem Leben, in meiner Kindheit. Ihre Mutter war ja viele Jahre auch heroinabhängig, auch während ihrer Kindheit. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf ihr Leben? Ich kann das nur so beantworten, dass ich es gar nicht anders gekannt habe. Also meine Mutter ist heroinsüchtig geworden, da war ich so 2 circa. Und das ist eingeflossen in den Alltag und ich habe das dann gar nicht mehr anders gekannt. Jetzt rückblickend weiß ich natürlich die Auswirkungen. Zum Beispiel, dass sie viel mehr geschlafen hat, dass sie manchmal sehr müde war und dann wieder manchmal sehr aufgekratzt. Aber trotz dieser schweren Sucht hat das nie irgendwie was an unserer Liebe geändert. Und eigentlich erst im Nachhinein. Also sie ist dann clean geworden 1999, damals war ich 8. Und dann erst langsam so in der Pubertät habe ich verstanden, was da eigentlich wirklich los war in meiner Kindheit. Ja. Bleiben wir nochmal in Ihrer Kindheit. Haben Sie denn das überhaupt mitbekommen? Also irgendwann hat Ihre Mutter ja Drogen genommen oder auch die Leute, die dann bei Ihnen in der Wohnung waren. Haben Sie das live erlebt? Meine Mutter war da immer extrem dahinter, dass das immer alles im Schlafzimmer von ihnen passiert, hinter verschlossener Tür. Das heißt, für mich als 6-7-Jähriger war dann immer das Symbol quasi der verschlossenen Schlafzimmertür. Die war zugesperrt und ich habe öfter versucht, mal die aufzumachen, aber das ist nicht gegangen. Und dann nach 15, 20 Minuten ist die Tür aufgegangen und dann sind alle Erwachsenen wieder ganz ruhig und entspannt und in sich gekehrt rausgekommen. Also eben die Wirkung, die Opium hat, Heroin. Und mehr habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe tatsächlich nie eine Spritze gesehen. Oder vielleicht habe ich es auch verdrängt. So. Sondern das Schlimmste waren einfach halt, was ich mitgekriegt habe, waren natürlich die ganzen behördlichen Maßnahmen, die Polizei, die immer bei uns war und die Dealer, die unsere Wohnung teilweise als Versteck benutzt haben, als Unterschlupf vor der Polizei. Diese ganzen Dinge, das war halt so die Bedrohung, die ich mitgekriegt habe. Den Drogenkonsum an sich habe ich eigentlich nie gesehen. Wenn Sie so von dieser verschlossenen Tür sprechen, also als Kind macht man sich ja so Vorstellungen. Welche Vorstellungen hatten Sie denn davon, was hinter dieser geheimnisvoll verschlossenen Tür so stattfindet? Ich habe immer gedacht, dass die Erwachsenen so einen ganz, ganz effektiven Powernap machen. Also irgendwie so 15, 20 Minuten und dann sind sie total ausgeschlafen und fit. So. Weil die sind meistens immer sehr, sehr aufgekratzt reingegangen und nervös und so. Und wenn sie dann rauskommen sind, waren sie so komplett in sich gekehrt. Und ich habe mich immer geärgert, dass es bei mir nicht klappt und dass ich nicht so schnell gut gelaunt und ruhig werden kann wie die Erwachsenen. Ich meine, so ein Powernap ist ja sehr harmlos. Also das ist ja noch eine schöne Vorstellung. Sie haben allerdings ja manchmal durchaus auch Realität, harte Realität mitbekommen. Sie haben mehrere Leichen persönlich gefunden, im Park, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Wie hat Ihre Mutter Ihnen das erklärt? Sie hat immer sehr fantastische Sprache und Symbole gefunden. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass da ein Dämon gelebt hat in dem einen Mann, den ich dann tot gefunden habe. Und der Dämon hat eben jetzt sie durchgesetzt und ist jetzt eben weg, aber jetzt geht es ihm eigentlich gut. Mhm. So, und der Dämon ist jetzt weg und es ist alles okay. Und das war halt dann so, das hat so reingespielt ein bisschen in diesen Abenteuer, in diese Fantasie, die ich als Kind gehabt habe. Und wenn ich jetzt einen anderen filmischen Vergleich bringen darf, es war ein bisschen so wie bei Roberto Benigni, Das Leben ist schön, wo das ja selbst im KZ funktioniert hat mit dieser Übersetzung. Und so in der Art, würde ich sagen, war das bei mir. Und es hat auch geklappt, wenn die Polizei reinkam zu einer Hausdurchsuchung oder die Drogenfahndung, oder waren da doch auch Momente der Angst bei Ihnen? Die schlimmsten Momente der Angst waren immer, wenn die Mutter bedroht worden ist. Also mich selbst habe ich mir nie Sorgen gemacht, aber ich habe wahnsinnige Verlustangst gegenüber der Mutter gehabt, weil sie halt die einzige war, die ich gehabt habe. Und wenn sie zum Beispiel gesagt hat, sie ist um 6 zu Hause und es war irgendwie 10 nach 6,
Dann habe ich sie in meinem inneren Auge schon tot am Straßenrand irgendwo liegen gesehen und habe wahnsinnige Angst gehabt. Also das war eigentlich wirklich das Schlimmste. Gegenüber diesen Behörden und diesen Leuten, die da waren, das war auch normal. So absurd das klingt, aber man ist es gewohnt. Und wenn irgendwie 2-3 Mal im Monat die Polizei kommt und dann ist klar, der Stiefvater versteckt sie unterm Sofa und die Junkies klettern über den Balkon und so. Und das kriegt dann, selbst diese Dinge kriegen ja Routine. So absurd das jetzt im Nachhinein klingt. Sie haben ja, wie erwähnt, auch einen Film über Ihre Kindheit auch mit Ihrer Mutter eben gemacht. Es ist auch ein Film über Ihre Mutter. Wir sehen jetzt gleich eine sehr drastische Szene für Außenstehende, die das noch nicht so erlebt haben. Aber das ist eine Szene, die Sie sehr ähnlich auch selbst erfahren haben. Da verlierst du oft. Passt? Geht schon. Na. Wohl, komm. Na. Du gewinnst dich, komm. Verlierer. Was ist denn los? Wie Sie sehen, sind Sie immer noch in der Firma. Komm her. Sauf jetzt. Sauf. Was ist denn los mit dir? Was bist denn du für ein Wichser? Ha? Was für ein Wichser bist du? Sauf jetzt. Sauf jetzt. Sauf jetzt, du Wichser. Sauf. Saufst du, du Wichser. Sauf jetzt endlich. Please. Komm, sauf. Lass sofort mein Wohn los. Aussehen. Du schleichst dich jetzt. Ich brauche nur meine Jacke! Da hol ich meine Jacke! Okay, dann geh! Du schleichst dich jetzt sofort aus! Du schleichst dich jetzt sofort! Das ist schon eine sehr harte, sehr drastische Szene auch. Haben Sie Ihre Mutter auch als Löwenmama irgendwie empfunden? Absolut, absolut. Und das war sie. Also diese Szene, die ja wirklich schon passiert ist, ist jetzt stellvertretend für all diese vielen Kämpfe, die meine Mutter geführt hat, um mich zu verteidigen, um mich zu retten. Und sie hat das immer gemacht. Also sie hat wirklich immer alles gegeben, ihre ganze Kraft, ihr ganzes Leben irgendwie, das sie gehabt hat, um mich zu schützen. Und das war mir als Kind klar, das habe ich gespürt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich selber nie ein Liebesdefizit als Kind gehabt habe und dann eigentlich so ziemlich unbeschadet aus diesem ganzen Wahnsinn irgendwie herausgekommen bin. Sie haben ja gesagt, Sie waren Anker. Ein Anker, der gibt ja Sicherheit, der gibt ja Halt, der hält einen ja auch fest. Wie hat Ihre Mutter das geschafft, trotz der Abhängigkeit? Das ist tatsächlich immer nur einer der Punkte, die ich nicht beantworten kann. Weil sie war wirklich auf sich alleine gestellt. Also ihr Stiefvater, mein Stiefvater, also ihr damaliger Freund, der Günther, man sieht ihn da im Bild, war nicht wirklich eine Hilfe. Dann ihre Eltern, das ist ja auch krass, ihre Eltern haben nicht gewusst, dass die Tochter heroinsüchtig ist. So gut war auch meine Mutter darin, das zu verstecken. Und sie war auf sich alleine gestellt. Und ich weiß bis heute nicht, wie sie es gemacht hat. Ich schätze, im Endeffekt, die Liebe war noch ein bisschen stärker wie die Sucht. Das ist ein schöner Satz. Wie viel Zeit hat sie sich auch für Sie genommen? Also sie hat wirklich stundenlang mit mir Abenteuer gespielt, zum Beispiel. Trotz ihrer Beschwerden und trotz allem hat sie sich die Zeit genommen. Und wir sind, kann man nur gut erinnern, wirklich 3-4 Stunden teilweise mit Stecken durch Salzburg gerannt und haben Monster besiegt. Imaginäre Monster. Und sie hat nicht nur jetzt quasi mitgemacht mit mir, sondern sie ist dann auch richtig in meine Welt quasi eingestiegen und hat dann hat sie wieder quasi ein Monster erfunden, das wir jetzt besiegen müssen und so. Und das ist irgendwie das Schönste für ein Kind, wenn die Eltern nicht nur mitmachen, sondern auch diese Spielwelt, Fantasiewelt mitgestalten. Und das waren wirklich ganz, ganz schöne Stunden und Tage, die wir da verbracht haben. Ich meine, man spürt auch immer noch Ihre Liebe für Ihre Mutter. Das muss man einfach sagen. Sie haben ja auch Ihren Weg gemacht. Sie waren gut in der Schule. Sie haben gerade mal in so einem Nebensatz gesagt, vielleicht habe ich da auch was verdrängt. Ist das vielleicht auch manchmal so, dass Sie die Vergangenheit teilweise dann auch verklären, weil Sie ja gut rausgekommen sind? Mit Sicherheit, hundertprozentig verkläre ich die und hundertprozentig würde man das als Erwachsener ganz anders sehen. Aber als Kind hat man so einen tollen Filter, dass man mal sehr viele negative Dinge ausblendet oder gar nicht beachtet
und viele positive Dinge wahrscheinlich stärker in den Vordergrund treten, würde ich jetzt ganz laienpsychologisch analysieren. Und das war sicher der Fall. Ihre Mutter hat es ja dann irgendwann glücklicherweise auch geschafft, von den Drogen loszukommen. Wie hat sich dadurch ihr Verhältnis verändert? Es hat witzigerweise das Verhältnis zur Mutter gar nicht so stark verändert, weil wir haben uns davor total geliebt und haben uns danach total geliebt. Aber ich habe natürlich gespürt als Kind, dass es der Mutter jetzt viel, viel, viel besser geht. Also es war gar kein Vergleich. So. Das spürt man natürlich als Kind. Und ich kann vielleicht nur ein Beispiel sagen. Ich habe als Kind immer Albträume gehabt. Albträume, dass die Mutter stirbt, Albträume, dass einbrochen wird und so weiter und so fort, fast jede Nacht. Und wie meine Mutter und mein Stiefvater dann clean worden sind, waren auch diese Albträume auf einmal weg. Ihre Mutter ist dann leider an Krebs erkrankt und gestorben, als Sie 21 waren. Mittlerweile haben Sie selbst Kinder. Wie sehr vermissen Sie Ihre Mutter? Sehr. Also ich muss wirklich sagen, vor allem jetzt, wo ich selber Kinder habe, noch mehr, weil ich mir jetzt ständig denke, was für eine tolle Oma sie wäre. So, und wie toll sie mit meinen Kindern umgehen würde und was für eine schöne Großfamilie wir wären. Und ja, auch für meinen Stiefvater tut es mir natürlich sehr leid, der auch seine Frau verloren hat. Und ich habe ja auch nur zwei kleine Geschwister, also Halbgeschwister quasi. Und die haben halt sehr junge Mutter verloren, mit 6 und 8 Jahren. Und für die tut es mir total leid. Also es ist schon echt eine Tragödie, wo man am Anfang einfach nicht weiß, warum das jetzt passieren muss. Ich meine, meine Mutter war 39. Also das ist ja wirklich kein Alter, wo man stirbt. Was hat Ihnen Ihre Mutter trotzdem mitgegeben für Ihr Leben? Sie hat mir mitgegeben, dass das Materielle nicht wichtig ist. So, dass die Persönlichkeit und der Charakter zählt. Sie hat mir definitiv auch dann später auch den Glauben vorgelebt, so, dass es quasi mehr gibt, als wie, was wir nur sehen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ja, einfach auch die Herzlichkeit und dieses Aufopfern für andere. Ich bin nicht so gut darin wie meine Mutter, muss ich gleich sagen. Also ich habe das alles noch nicht so drauf. Aber sie hat mir heute das wirklich positiv vorgelebt, wie man es machen sollte. Ich habe ja auch gesagt, Sie haben als Regisseur einen Film über Sie gedreht. Die beste aller Welten. Ist dieser Film Würdigung und Liebeserklärung? Oder wie würden Sie das selbst persönlich beschreiben? Das trifft sehr gut. Würde ich auch so sagen. Also es ist nämlich nicht Verarbeitung, so, das werde ich oft gefragt, ob ich mit dem Film quasi jetzt meine Kindheit verarbeitet habe. Das nicht, sondern mir war es einfach ganz wichtig, eine Hommage an diese, pathetisch, an diese stille Heldin irgendwie zu machen und einmal zu sagen, quasi, dass eine Frau oder dass gerade eine Frau, eine Alleinerziehende, Drogensüchtige in einem schlechten Viertel eigentlich eine Heldin ist und eine wahnsinnige Leistung vollbringt. Und das sind sonst einfach, also ich glaube, mehr Schattenfigur in der Gesellschaft gibt es fast nicht, weil man bei Drogen ja immer nur denkt, ja, da ist man ja selber schuld. Hätten wir halt nicht angefangen mit Drogen. So. Aber das ist halt nicht so. Und ich hoffe, dass ich durch den Film das auch ein bisschen klarer gemacht habe, dass die Leute einfach krank sind, depressiv sind und Drogen für sie ein Ausweg ist und eine Sehnsucht erfüllt. Und ja, das waren so die Gründe, warum mir es wichtig war, das zu erzählen. Vielen Dank, Herr Gorginger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben hier im Nachtcafé und Grüße nach Salzburg. Gern, vielen Dank und ja, schöne Grüße zurück und schönen Abend noch. Frau Hamann, wir haben ja jetzt heute ganz unterschiedliche Mutter-Kind-Beziehungen gesehen und auch gesehen, wie unterschiedlich Kinder aufwachsen können. Geht es am Ende darum, dass sie geliebt werden? Ich möchte wirklich noch mal was gerade dazu sagen, weil ich glaube, dass wir alle sehen, Herr Gorginger, er ist als Kind der Held gewesen. Und das ist, der hat es überstanden. Ja, der hat das verkraftet. Und man muss sehen, dass Kinder, die in solchen Verhältnissen groß werden, immer in Sorge sind um die Eltern. Ja, unglaublich viel aushalten. Das hat er auch geschildert mit den Albträumen. Ja, weil er natürlich wusste, die Mutter kann jederzeit auch sterben. Also wunderbar, wie er das auch gemacht hat. Nicht nur seine Mutter ist Heldin, er ist Helde. Und ist Liebe dann das Entscheidende? Weil die hat sie ihm ja offensichtlich gegeben. Ja, ich glaube, dass man in dem Fall wirklich gut sehen kann,
Ich habe einen kleinen Ausschnitt aus seinem Film noch gesehen. Und die Mutter war in der Lage, sowohl ihn zu lieben, im Sinne von zu schützen, zu halten. Und sie hat ihn so ermutigt, dass er seins macht. Sie hat ihn in seine Fantasiewelten geschickt. Die hat gesehen, was ist das für ein Junge. Und das hat sie wirklich bestärkt. Und das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Was heißt hier Mutter? Vielen Dank an Sie, Frau Hamann. Vielen Dank an all unsere Gäste. Jetzt die Spätschicht, unter anderem mit Lisa Fitz und Rüdiger Hoffmann. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Leben unter Druck von Erwartungen und Befreiungsschlägen. Bis bald in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.